the 1980s. I was the 1990s. I'm Gay Tony, and I'm back. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. In der letzten Folge haben wir ja die neuen DJs-Missionen gemacht. Tesa Bass spielt jetzt in unserem Club. Das Ganze... Was ist das denn? Oh Leute, uiuiui. Tail of Us spielt es in unserem Club. Unsere Beliebtheitsanzeige ist wieder randvoll, weil die beiden Italiener bei uns im Club spielen. Da unten stehen sie, die zwei. Ja, und in der diesigen Folge wollen wir uns mal die neuen Fahrzeuge genauer anschauen und auch kaufen und eins davon natürlich mal dem Tuning widmen. So, wir rufen erstmal die Webseite auf. Denn seit letztem Dienstag gibt es zwei neue Fahrzeuge. Einmal haben wir hier bei Elitas Travel die Möglichkeit, das Luftschiff zu kaufen. Kostenpunkt zwischen 895.000 und 1,2 Millionen aufgerundet. Wenn man 10 Vorbereitungsmissionen macht, hat man den Preis für 895.000, ansonsten kann man den für knapp 1,5 Millionen kaufen. Dann haben wir noch verschiedene Outfits, vor allen Dingen. Lux, sagen wir es mal so. Hier haben wir die Ecola Burger Shot, Redwood, Spunk Extreme, Pissoiseur, Chick Girl Racing, das sieht auch richtig geil aus, und Gefängnis. Und da wir ja das Gefängnis haben, werden wir uns dieses Luftschiff natürlich einfach mal gönnen. Und über Pegasus können wir es dann uns natürlich rufen. So, und das zweite Fahrzeug, was am Dienstag rauskam, gibt es bei Legendary Motorsport. Wir haben es ja in der letzten Folge schon gesehen, dieses Fahrzeug mussten wir stehlen. Da haben wir es für 1,272 Millionen. Den Ines Stafford. Teil vom After aus. Die C4 Leute passen rein. Den werden wir jetzt auch kaufen und den werden wir auch mal tunen in dieser Folge. Zack. Den holen wir uns in die Nachtgarage. So. Jetzt müssen wir natürlich noch warten, bis der wieder da ist. Bis dahin hören wir mal der Musik zu, die Tale of Us spielt. Okay, Tony geht da unten auch voll ab. Schon nice gemacht, kann man sich nicht beschweren. Übrigens können wir natürlich jetzt auch wieder Solomon irgendwann mal wieder buchen, so ist es nicht, also der ist jetzt nicht weg. Man kann halt zwischen den ganzen DJs hin und her switchen. Dazu muss man einfach bloß sich wieder an den PC im Büro setzen. DJs gehen und dann kann man für Labsche 10.000, kann sich ja jetzt locker leisten, für Labsche 10.000 Dollar Solomon wieder als DJ engagieren. Okay, Luftschiff ist schon bei Pegasus eingetroffen, unser Fahrzeug natürlich noch nicht. Sonst würde es hier stehen. Da ist es! Es ist gerade eingetroffen, frisch geliefert worden. Mensch du, das ist ja wie auf Bestellung hier. Das ist das gute Stück. So sieht er aus. Ungetuned. 1,2 Millionen stehen jetzt hier. Und wie gesagt, die Karre ist noch nicht einmal getuned worden. Mal gucken, was uns noch erwartet. Das sind die zwei Fahrzeuge, die es seit der Veröffentlichung des DSIs gab. Die haben wir auch schon gekauft und aufgetuned. Und das ist unser Security Man. Den wir natürlich auch eingestellt haben. Damit hier nicht irgendjemand denkt, der kann hier Heil treiben. So, ich würde sagen, wir pflanzen uns jetzt hier erstmal dieses Fahrzeug ein. Oh. What miracle did you want me to perform? Ines Stafford. So. If you're driving around Grove Street, you should be just fine. Natürlich nur das Beste vom Besten. Fortlaufen. Lean on it. Your neighbors will love you. Okay.
Lichter durch 10er Scheinwerfer. Komm mal. Untergrundbeleuchtung machen wir. Machen wir blau. Lassen den Weißer ja eine Limousine bleiben. Oh, Designs gibt's auch. Flammen. Wir hatten sich so eine Kacke ausgedacht. Auf so einem Klassiker Flammen. Ist klar. Das sieht natürlich auch nobel aus. Ja, rostig. Geil. Okay, das ist eher England. Für Königin und Vaterland natürlich. Ja, peace, come on. Okay. Das hat schon irgendwas, das nehmen wir jetzt mal. Schutzerdiebstahl haben wir, Nummernschild. Schwarz und uns was. Die Lackierung primär machen wir natürlich wieder matt. Natürlich nicht schwarz, sondern eisweiß, das bleibt dabei. Sekundär, jetzt bin ich mal gespannt. Matt, das ist unser Teil, okay. Machen wir auch eisweiß, wir lassen den weiß. Ausstattungsfarbe. Lassen wir mal dunkel, da das hier Holz auch ist. Und den lassen wir weg. Zack. Kaufen wir mal nicht. Federung machen wir natürlich, eine Schmutzförderung rein. Getriebe natürlich super. Now you can really manage those RPMs. Turbo Tuning. Reifen. Könnten wir eigentlich auch so lassen. Die sehen richtig nice aus. Ich weiß nicht, ob man da unbedingt was reinprüfen muss. Gucken mal. Luxus. Das passt nicht. Noch weiter vielleicht. Hier, das könnte man nehmen. Ja, das nehmen wir. Komm. If that car was a woman, I'd guess her. Regenfarbe. Nehmen weiß. Frostweiß. Okay. Reifenmuster. Das dazu. Reifenverbesserung. Schusssicher natürlich. Reifenquallen. Blauen. Zack. Fenster. Da muss ich keiner reingucken. Und das war's. So sieht unser neuer getunter Wagen aus. Ich finde das richtig schnick aus. Hello. Zack, reingefahren unter Geschoss 2. Zack, und jetzt schauen wir uns natürlich noch die ganze Fahrzeug von außen an. So sieht es also getuned aus und da haben wir auch einen Haufen Kohle gelassen. Oh mein Gott, das ist unser neuer Fahrzeug. Eins von zwei, was es mit dem Update am Dienstag gab. Und es hat auf jeden Fall mehr Power als die Standardversion jetzt. Das war auf jeden Fall spürbar. So, dann schauen wir uns in dieser Folge gleich noch das zweite Fahrzeug an. Gekauft ist es schon. Wir müssen es... Oh, müssen wir das... Pegasus. Das müssen wir uns für Pegasus bestellen. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Luftschiffgefängnis. Great. So it's available for pickup at our nearest location, sir. Natürlich komme ich in die Nähe. So. $200 hat uns das jetzt gekostet. Holy shit! Guckt euch das bitte an! Man traut sich gar nicht näher ran. Alter, guckt euch das Ding an. Ey. Hey, see you in the bar! Also, wir sehen uns an der Bar? Nee, glaube ich nicht. So. Hin zu unserem Luftschiff. Holy shit! Holy shit! So. Reingestiegen. Gefängnis. So. Dann steigen wir mal in die Lüfte. Okay, Raketenabwehrdinger hat's.
Und übrigens, es gab ein neues Radio, genau, das wollte ich auch noch sagen. Und es gibt einen neuen Radiosender, den LSUR, Los Santos Underground Radio. Da sind quasi die ganzen Musiktitel von den DJs. Das war eine neue Folge von GT Online Made in After Hours, die Sie mit den neuen Fahrzeugen in den neuen Radiosender, den es seit letztem Dienstag hier in GT Online gibt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In diesem Sinne, ich bin raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und noch viel Spaß mit meinem Kanal. Macht's gut. Ciao.